Herzlich willkommen bei NacktmulTV. Heute geht's weiter mit Overlord Racing Hell. Retter des Fräuleins in Not. Ja. Da steht's also. Anführer der Feurigen. Ja, die Roten haben uns das letzte Mal geholt. So. Schauen wir mal. Finde den Ausgangspunkt der Seuche in Himmelsspitze. Finde den Eingang nach Himmelsspitze. Das wäre wahrscheinlich erstmal die interessantere Geschichte. Findet eine Möglichkeit, die Kontrolle die Unterwelt. Ja, das können wir erst am Schluss. Sucht den Eingang in den Elfenwald. Ja, das weiß ich. Das ist da beim Feuer. Hügelland, da ist doch Hügel, Himmelsspitze. Himmelsspitze. Wo kommen wir da raus? Der Schleim, der faule Gestank, die verfaulten Leichen, fühlt sich an wie zu Hause. Wo sind wir denn? Ihr werdet feststellen, dass die Stadt Himmelsspitze über dieses Sumpfland herrscht, Meister. Die großartige Zitadelle, heilige Höhlen, liegt in ihrem Zentrum wie eine Fliege auf einem Dunghaufen. Okidoki. Scheint ein neuer Punkt zu sein. Ich hab nämlich... Ja, Schäfchen! Schäfchen! Holt die Schäfchen. Holt sie. Holt die Schäfchen. Holt die Schäfchen. Alle heimholen. Oh, so viele Schäfchen. Werden immer mehr Schäfchen. Achtung, Mädels! Nichts ist. Der hat mich zuerst angegriffen. Weil ich seine Schäfchen getötet habe. Das sind meine Schäfchen. Meine Lebensenergie. Ja, so ist richtig, Jungs. Oh, das ist eine Höhle. Das ist eine Zunöhle. So, ich bin heute ein bisschen irgendwie. Ein bisschen zittrig mit der Maus, so wie das aussieht hier. Was ist denn das? Sieht wie ein Friedhof aus. Tja, schauen wir mal. Ja, bisher recht ruhig. Da kann man doch bestimmt. Oh, okay. Jetzt ist nicht mehr ruhig. Ja, brennen! Die Dinger kann man bestimmt kaputt machen, oder? Nein. Oh. Da haben wir also Untote. Ja, da fliegst du, ha? Gut, aber... Viel mehr ist da bisher auch nicht los. Ach, da oben liegt ein Gegenstand und da sind komische Viecher mit irgendwas Blauen in der Hand. Das ist bestimmt uncool. Aha, aha, aha. Oh, ho, 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 ho. Na, kommt, Jungs. Also, Mann. Da mische ich auch mal lieber ein bisschen mit hier. Das ist schön. Die Axt mit dem Rückschlag. Ja, toll. Super, die können zaubern da oben. Mich doch nicht von so ein paar untoten Heinis hier aufhalten. Ich hab Schergen. So, noch die zwei Heinis hier dran. So, Sache erledigt.
Das da unten hat mir allerdings nicht so gefallen. Da ist irgendwo grüne Pampe, genau da. Durch die grüne Pampe komme ich nicht durch. Aber ich kann die theoretisch umnutzen. Aha, jetzt haben wir zweimal grüne Lebensenergie. Was uns aber ohne das grüne Schergennest nicht viel bringt. Ja gut, jetzt nehmen wir erstmal hier hin. Oh, ein Objekt. Ich das mag Baby Objekte. Nehmen wir mal mit. So. Ah, da unten ist ein Spawnpunkt für blaue und da braucht das einer für grüne. Da braucht man aber vorher auch grüne. Jetzt bringen wir erstmal das Objekt heim. Ganz komisch neblig. Na, kommt Jungs. So, ja, da ist noch ein Weg, aber wir holen erstmal das Objekt. So Jungs, kurbelt mal. Ich habe irgendwie so das blöde Gefühl, ich hätte erst die Grünen holen sollen. Ich weiß auch nicht warum. Wenn da hinten schon alles für Grüne vorgesehen ist. Ich weiß aber auch beim besten Willen nicht mehr, wo man die Blauen hergekriegt hat. Die müsste man ja eigentlich hierher bekommen haben. Ich meine, die Grünen kriege ich im Wald, das ist ja klar. Das hört sich logisch an. Aber wo ich die Blauen her hatte... Oh, mehr Lebensenergie. Seht, mein Freund, das Lager ist inzwischen ziemlich voll. Wir können leider niemanden mehr aufnehmen. Und für eure kleinen Freunde ist es ohnehin zu spät. Ich glaube nicht, dass das ein Flüchtling ist. So wie er gekleidet ist, ist er unterwegs in Richtung Stadt, nicht umgekehrt. Ihr möchtet also da rein? Ist dieser Kerl komplett wahnsinnig? Ihr wisst von der Seuche, oder? Und von den Zombies? Die Stadt wurde abgeriegelt. Befehl von Fürst Ferdinand, Paladin und Statthalter. Er hat sogar seine Hochzeit abgesagt. Und bei dieser Frau überlegt man sich das zweimal. Wenn ihr mit euren Kreaturen ein wenig herumgehen wollt, macht das. Wenn ihr lange genug sucht, findet ihr vielleicht einen Weg nach drinnen. Aber ich warne euch, es ist nicht sicher und wir werden euch nicht helfen. Wir haben im Lager schon genug zu tun. Und die Zombies sind noch das kleinste Übel. Ganzes Lager voller Opfer. Ich meine, Verbündeter. Ich fühle mich elend. Alles tut mir weh. Das gefällt mir nicht so. Fürst Ferdinand hat die anderen eingesperrt. Zusammen mit diesen Dingern. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, da drin oder hier draußen zu sein. Wenn ich es sage, er ging in diese Schenke, seither habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, da drin oder hier draußen zu sein. Ich weiß nicht, ich fühle mich hier irgendwie unruhig. Ich habe irgendwie so das Gefühl, der geht gleich die Nacht der lebenden Toten los. Das ist furchterregend. Sie sind zu still. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, da drin oder hier draußen zu sein. In dieser Schenke gehen seltsame Dinge vor sich. Ah, was ist das? Ah, ja, super. Was geschieht mit mir? Geht weg von mir! Geht weg! Geht weg! Na, super. Ich hab's ja gewusst. In dieser Schenke gehen seltsame Dinge vor sich. Nur der eine? Na, dann geht's ja noch. Ich konnte zum Glück fliehen, bevor sie die Stadt abgeriegelt haben. Es ist schön, wie die alle das hinnehmen, dass ich ihr ganzes Lager auseinandernehme. Und die Jungs Sachen aufheben. Hey, guter Mann, hierher! Ihr sucht nicht etwa einen Weg nach Himmelsspitze? Ihr seid echt wahnsinnig. Aber meine Familie ist noch da drin. Also seid ihr vielleicht genau der Wahnsinnige, den wir brauchen. Seht ihr den Kanal da drüben? Ich habe ihn beobachtet und ein paar Flüchtlinge rauskommen sehen. Es waren nicht viele und einige sahen nicht gut aus. Gar nicht gut. Aber wenn ihr rein wollt, probiert's.
Wenn ihr Wasser überqueren wollt, müsst ihr zunächst die blauen Schergen finden. Sie müssen hier irgendwo sein. Sie werden von feuchten Gebieten angezogen. Na, das klärt doch die Frage, wo sie sind. Oh. So, Jungs, ihr habt mal da. Ja, toll, das funktioniert wieder nicht. Das funktioniert auch nicht. Wo stelle ich denn die am Blödsinn hin, dass sie da ordentlich arbeiten können? Ich hätte eigentlich gesagt, dafür ist das Ding da. Ja, nee, okay, ihr habt's versaut. Kommt wieder her. Dann eben nicht. So, kommt, Schäfchen schnetzeln. Hey, die wehren sich ja. Ja, toll, die bringen wieder mal meine Roten um. Ja. Jetzt wehren sich die auch noch. Krieg's nicht mehr. Ach, da hinten sind blaue. Da komme ich aber nicht hin, ohne grüne zu haben. Oh. Tja, damit hat sich die Priorität ja schon geklärt. Diese komischen Giftwolken davor, die kann man nämlich nur wegmachen, wenn man die grünen hat. Also, brauche ich erst die grünen. Wir können ja mal hingehen, aber... das wird uns alles nichts bringen ohne die grünen. Was zum Teufel soll das? Wollt ihr, dass sie euch das Gehirn aus dem Schädel saugen? Ach, die sind ganz lieb. Ah, nicht alleine. Nur in der Gruppe sind wir stark, Jungs. Einzelner Schärke hat nur recht begrenzte Kampfkraft, aber 13 davon. Da sieht das Ganze schon wieder anders aus. Oh Mann, sind das viele. Genau, da hinten brauche ich nämlich dann 10 Schärken, die ins Wasser können. Und die Jungs hier sind nicht Schwimmer. Was steht denn da? Schnuckeliges. Eine Succubus. Und jetzt? Die armen, missverstandenen Mädchen. Sie wollen doch nur ein bisschen lieb, ein bisschen tot, genau wie wir alle. Komm drauf da, Jungs. Hau ihr die Keule ins Kreuz. Ja, komm drauf da. Ja. Oh, die hat sogar rote Lebensenergie. Ah, da, zweiter Spawnpunkt. Wir uns gleich noch mal ein paar rote klauen. Was ist hier hinten? Dodos. Ah, Wasser ist schlecht. Wasser ist ganz schlecht. Wenn ich die ins Wasser schicke, dann gehen die gleich drauf. Da gibt es kein Verzeihen und kein Zurück mehr. Die Jungs sind nicht nur blöd, sondern auch absolute Nichtschwimmer. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Wie komme ich denn dorthin? Durchs Wasser. Aber ich komme da nicht rein ohne Grüne. Das ist doch blöd, ist das irgendwie. Euer Mann hat zugenommen. Natürlich, die Blauen verstecken sich an einem schönen, feuchten Ort. Geht er und holt euch ihr Nest. Achso, hier gibt es einen Weg außenrum.